Wir sind mittlerweile in Costa Rica angekommen. Wir machen jetzt 2 Wochen lang Roadtrip mit dem Auto, Pazifikküste, Karibikküste, La Fortuna, El Arenal, alles was dazugehört. Und ja, wir schauen mal, was hinter Puda Vida so steckt. Ja, das Coolste ist, dass wir Besuch bekommen. Und zwar besuchen uns 2 unserer besten Freunde aus Deutschland und mit denen treffen wir uns jetzt in La Fortuna. Let's go! Alles klar? Ja, ihr habt ja richtig gutes Wetter mitgebracht, ey. So, unser Auto für die nächsten beiden Wochen. Der Toyota hier. Hoffentlich ist das nicht das Wetter für die nächsten 2 Wochen. Also, wir hatten jetzt, glaube ich, 2,5 Monate lang gar keinen Regen und jetzt sowas. Oh, da ist es. Okay, also Day One direkt ein Faultier gesichtet. Buenos dias, wir sind hier in unserer Homebase angekommen, um die nächsten Tage hier die Region um den Arenalsee zu erkunden. Wir haben hier so ein Airbnb, 30 Minuten von La Fortuna entfernt und der ist richtig schön gelegen. Wir haben ein kleines Bad, 2 Zimmer, Küche, kleines Wohnzimmer, also relativ chillig und eigentlich haben wir hier auch einen schönen Blick auf den El Arenal im Hafen. Bisher ist das Wetter nicht so gut, wir haben noch keine klare Sicht gehabt und die Wettervorhersage für heute ist auch nicht so gut. Es soll anfangen zu regnen heute Nachmittag, deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg und erkunden mal ein bisschen die Gegend. Also hier für Navi in Costa Rica empfiehlt sich auf jeden Fall Waze. Ich kannte das vorher nicht, aber das ist richtig cool. Das ist so interaktiv mit Straßensperren, Polizeikontrollen etc. Also funktioniert richtig gut bisher. Nach dem Wasserfall waren wir noch was Leckeres zum Mittagessen. Das Restaurant können wir auf jeden Fall empfehlen, wir blenden euch den Namen mal ein. Es liegt auf der Straße, wenn man vom Wasserfall wieder wegfährt und war mega lecker. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück in unserer Unterkunft, denn man hört es wahrscheinlich, es hört leider nicht mehr auf zu regnen. Für heute geben wir also auf und verbringen jetzt hier noch einen gemütlichen Nachmittag und Abend und hoffen dann morgen auf besseres Wetter. Genießt ihr unsere Aussicht? Ja, es geht. Das Wetter ist immer noch gleich geblieben, es ist immer noch bewölkt und es nieselt auch ein bisschen, aber ich versuche es positiv zu sehen, immerhin kriege ich keinen Sonnenbrand. Als halber Brite ist es ja immer eine bestehende Gefahr für mich. Ja, ist echt so. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach Rio Celeste in den Nationalpark und gucken mal, wie es da aussieht. Vielleicht ist ja da das Wetter besser. Wir sind hier gerade im Nationalpark und als erstes sind wir zum Wasserfall gegangen. Man muss dazu sagen, wir haben unsere Regencapes gebraucht, weil es ein bisschen genieselt hat. Und empfehlenswert wäre auf jeden Fall festes Schuhwerk, weil es hier dann doch ein bisschen holprig ist und gute Steigungen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Hintergrund hört, aber die Zikaden sind ziemlich laut.
Ja, das sind leider aber auch die einzigen Tiere, die wir gehört bzw. gesehen haben. Also was Wildlife angeht, waren wir jetzt noch nicht so erfolgreich. Aber wir sind nach dem Wasserfall dann hier zum Fluss gelaufen, dem Rio Celeste. Das ist hier so der bekannteste Spot. Und der hat so eine ganz blaue Farbe, weil zwei verschiedene Flüsse ineinander laufen. Und es sieht richtig cool aus. Wenn man ein Stück weiter geht, hat man auch noch zwei Hängebrücken und kann dann auf das Wasser gucken. Also das hat uns sehr gut gefallen. Ja, und jetzt machen wir uns langsam auf den Rückweg. Wir sind jetzt noch auf dem Weg zu den Hot Springs. Hier gibt es ganz viele in der Nähe von La Fortuna, weil die nämlich gespeist werden von dem Vulkan hier, von dem El Arenal, und dadurch ist das Wasser so heiß. Es gibt viele, die man bezahlen muss. Wir haben uns jetzt welche für umsonst rausgesucht, wobei das umsonst nicht so ganz stimmt. Wir haben jetzt nämlich hier an der Straße geparkt und mussten dafür nochmal 8 Dollar zahlen. Also das ist ein bisschen Scam, ehrlich gesagt. Das wussten wir vorher nicht. Aber weil wir extra hergefahren sind, machen wir es jetzt trotzdem und wir hoffen, dass es sich gelohnt hat. Wir waren jetzt eine Weile hier an den Hot Springs und es ist schon echt schön. Das Wasser ist allerdings nicht ganz so heiß, wie wir erwartet haben. Also schon warm, aber jetzt nicht irgendwie 40 Grad. Und es sind relativ viele Leute hier. Also viele haben sich auch Bier mitgebracht und lassen hier, glaube ich, einfach so den Abend ausklingen. Liegt vielleicht auch an der Uhrzeit. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ganz cool und man kann es schon mitnehmen hier. Und ja, damit beenden wir den Tag für heute und morgen geht es dann für uns weiter. Da machen wir eine Rafting-Tour und ich glaube, das wird richtig cool. Bevor wir den Vlog heute beenden, nutzen wir nochmal ganz kurz die Gelegenheit und zeigen euch den El Arenal-Vulkan, der sich hier zum ersten Mal, seit wir hier sind, vor uns auftürmt, und der sieht schon ziemlich beeindruckend aus, auch wenn es jetzt schon ein bisschen spät ist. Aber wir hoffen, dass wir ihn nochmal in den nächsten Tagen bei Tageslicht sehen. Vielleicht ja schon morgen beim Rafting. Wir sind zurück von unserer Rafting-Tour und eigentlich solltet ihr jetzt so richtig wildes GoPro-Footage sehen von der Tour. Aber meine Kamera hat es leider nicht geschafft. Unser Boot ist einmal gekentert und ich hatte die auf dem Helm befestigt mit so einem Clip. Und als ich runtergefallen bin und der Typ gegenüber von mir hat er die mit seinem Fuß von meinem Kopf weggekickt. Also es war wirklich krass gewesen. Und das Ganze wurde auch auf Foto festgehalten, weil an der Seite stehen Fotografen, die halt Bilder von den Gruppen machen. Und ja, dementsprechend habt ihr jetzt leider kein Bildmaterial, was wirklich richtig cool gewesen wäre. Aber ich erzähle einfach mal, wie es so abgelaufen ist. Man kann die Tour hier überall in La Fortuna buchen. Es gibt zwei verschiedene, einmal Stromstellenstärke zwischen 2 und 3 und einmal zwischen 3 und 4. Wir haben zwischen 3 und 4 ausgewählt und das kostet so zwischen 55 und 85 Dollar. Und ja, dann geht es eigentlich relativ schnell los. Unser Guide hatte dann gefragt, so ja, wollt ihr so ein bisschen soft haben oder darf es ruhig ein bisschen adventurous sein? Wir haben natürlich gesagt, wir wollen es ein bisschen adventurous haben und das war es dann eigentlich auch von Anfang an. Also die Stromstellen sind wirklich wild und unser Guide hat uns auch mal so ein bisschen gedreht, dass wir auch so ein bisschen seitlich in die Stromstellen reinfahren. Und ja, dann besteht auch mal die Chance, dass man umkippt. Das ist uns passiert, das ist vielen anderen auch passiert. Und dann, ja, war es schon hektisch gewesen, wenn dann irgendwie 4 von 6 Leuten nicht mehr im Boot sind. Ich konnte mich noch gerade so am Boot festhalten. Timmy und der andere Kollege waren dann ein bisschen weiter weg und wurden dann irgendwie wieder eingesammelt oder sind hingeschwommen. Also es war wirklich, ja, richtig abenteuerlich. Hätten wir gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, erwartet. Aber damit lassen wir La Fortuna auch hinter uns. War jetzt ein bisschen unglücklich. Wir hatten jetzt wirklich 3-4 Tage Dauerregen, konnten jetzt gar nicht von unserer schönen Terrasse hier den Blick auf den El Arenal genießen. Morgen früh haben wir noch eine letzte Gelegenheit. Bevor es für uns weitergeht, dann geht es an die Westküste, an den Pazifik nach Samara. Und ja, wir hoffen einfach mal auf besseres Wetter und dann gibt es ein bisschen Beachlife. Timmy hat uns gerade ganz hektisch geweckt und gesagt, wir sehen den Vulkan. Tatsächlich haben wir zum ersten Mal sowas wie eine halbwegs gute Aussicht. Gerade auf dem Weg nach Samara. Ich glaube, es dauert ein bisschen länger als geplant. Hier ist ein Baum umgekippt und liegt auf der Straße. Aber die Dudes kümmern sich schon darum und haben die Kettensäge ausgepackt. Und ja, auf Waze wurden wir auch darauf hingewiesen. Also nochmal Beweis dafür, dass die App wirklich gut ist. Aber ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen noch gedulden hier. Hier ist unsere Homebase für die nächsten 3 Nächte und von hier aus erkunden wir die Westküste der Nicoya Halbinsel und schauen mal, was hier zu sehen ist.
Casillas. Gestern Nachmittag hat es wieder angefangen zu regnen. Da waren wir dann in so einem Hostel gewesen. Und abends wollten wir ein bisschen weggehen. Aber so viel ist in dem Ort ehrlicherweise gar nicht los. Also es sind eher ältere Leute hier, weniger Backpacker. Und wir haben mal die Bars und Hostels so ein bisschen abgeklappert. Entweder wir waren zu doof, die richtigen Spots zu finden. Oder ja, es ist einfach ein bisschen ruhiger. Dementsprechend war es ja relativ entspannt. Wir warten noch auf einen guten Sonnenuntergang. Heute fahren wir erstmal zum Playa Carillo. Und ja, dann gucken wir, ob wir heute Abend noch mal einen richtig schönen Sunset kriegen. Bevor wir zum Carillo Beach gehen, fahren wir noch mal ein Stück weiter. Und zwar sollen da so natürliche Pools entstehen, eine Stunde vor und eine Stunde nach Ebbe. Das Ganze liegt etwas versteckt. Wir hatten das mal bei GEMA Reisen gesehen und wir sind jetzt ein bisschen spät dran, aber wir hoffen, dass wir es noch sehen. Wir haben die Naturpools hier gefunden und wir müssen sagen, es ist einer unserer Lieblingsspots bisher hier in Costa Rica, weil es ist erstens kostenlos und zweitens ist niemand hier, also es ist wirklich ein Geheimtipp. Und ja, danke an GEMA Reisen an dieser Stelle für die Wegbeschreibung, die auch tatsächlich gestimmt hat. Also man fährt durch diesen Ort durch, da ist an der linken Seite dann Fußballfeld, da biegt man rechts ab auf so eine kleine Schotterpiste, das kann man auch mit einem normalen Auto machen, also man braucht gar kein Four-Wheel. Und dann kommt so ein großes weißes Haus, so eine Villa, da kann man dann auch ein bisschen weiter rechts parken und da läuft da so ein kleiner Weg runter. Den läuft man einfach runter bis zum Strand und wenn man sich dann links hält bei den Felsen, sieht man die Naturpools schon und ja, es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Wir sind jetzt schon über eine Stunde nach Ebbe hier, man merkt schon, so langsam wird das Wasser ein bisschen hoch, die Wellen kommen über die Felsen drüber, also man sollte auf jeden Fall zeitig da sein. Deswegen machen wir uns jetzt auf dem Rückweg, fahren noch zum Carillo Beach und ja, genießen unseren letzten Tag hier in Samara. Gerade am Carillo Beach. Das ist einfach nur ein Strand weiter von Samara, also gar nicht weit entfernt, mit dem Auto so 8 Minuten. Und können wir auf jeden Fall empfehlen, denn hier ist es noch mal leerer. Also auch in Samara war es eigentlich nicht voll, aber hier verteilt sich noch mehr, weil der Strand total lang ist. Und es sieht einfach richtig schön aus, weil hier ganz viele Palmen stehen. Also hier gefällt es uns auch richtig gut. Ja, wir wollen auch erstmal ein kleines Fazit ziehen vom ersten Teil der Rundreise, weil die nächste Regenwolke bahnt sich schon wieder an. Costa Rica war für uns halt schon ein bisschen ein Kontrastprogramm, nachdem wir lange in Guatemala, El Salvador und Nicaragua waren. Es ist halt deutlich teurer, es sind mehr Touristen hier und auch eine andere Art von Touristen. Also viele ältere Reisende, weniger Backpacker, Pauschaltouristen. Das wollen wir auch irgendwie gar nicht schlecht reden, aber es ist halt wie es ist. Und ja, uns gefällt ja dieser Backpacker-Lifestyle ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, der Tag heute beispielsweise mit dem Naturpool oder hier der Strand, hier ist ja nicht viel los. Also es ist jetzt nicht so, als wäre alles komplett überlaufen. Und in La Fortuna hatten wir einfach ein bisschen Pech mit dem Wetter gehabt. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall auch auf die Weiterreise. Als nächstes geht es für uns an die Karibikküste, in den Tortuguero Nationalpark, wo wir noch mal ein bisschen Wildlife sehen und dann auch nach Puerto Viejo. Und es macht halt auch einfach Spaß, mit unseren Freunden zu reisen. Also es ist auf jeden Fall cool und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Karibikküste wieder. Ciao, ciao. Ciao. Es ist richtig warm und deswegen verbringen wir den Strand. Wir chillen heute den Strand. Ich bin ein bisschen angetrunken. Kleines Fazit. Hallo, ich bin die Dedo, ich bin auch dabei. Ja. Küste der Scheiße. Das war mega gut, ich weiß auch nicht, wie die heißt. Wie heißt Nicoya. Nochmal? Die Westküste der Nicoya in Halbinsel. Scheiße, wie heißt es? Also, bin ich dann auch zu sehen? Nein, bin ich nicht zu sehen. Also wir sind jetzt hier am Rio Celeste. Warte kurz, heißt Rio Celeste oder Rio de Celeste? Nee. Also wir sind jetzt hier im Nationalpark Rio de Celeste. Erstes hatten wir den Wasserfall gemacht. Wasserfall gemacht klingt ein bisschen seltsam, aber es ist auf jeden Fall mega schön und ja,